Hallo und herzlich willkommen zu dieser Liebster Award Challenge. Ich wurde jetzt schlussendlich auch noch nominiert. Ich habe es von ganz vielen Leuten schon auf YouTube gesehen und verfolgt. Ich fand es eigentlich immer eine ganz witzige Angelegenheit. Jetzt bin ich auch dran. Nominiert hat mich der Liebe, der Lied zockt. Vielen Dank für die Nominierung an dieser Stelle. Und ja, was gibt es noch groß zu sagen? Ja, die Spielregeln sind eigentlich ganz klar. Ne? Die Fragen beantworten, einen eigenen Fragenkatalog zusammenstellen. Und dann halt weitere YouTuber nominieren und sie natürlich über diesen Beitrag informieren. Wie gesagt, die Leute, die ich da nominiert habe, alle Infos für euch unten in der Videobeschreibung. Eure Fragen stehen dort dann auch drin. Ich hoffe, dass ihr es zeitlich schafft, dem nachzukommen und daran Spaß haben werdet, so wie ich daran Spaß habe. Ja, und natürlich ist das eigentlich, für sich finde ich, das ist eine sehr schöne Geschichte, dieses Challenge. Weil zum einen ist es natürlich interessant, ein bisschen was über die Leute, die die Videos machen, zu erfahren. Und zum anderen finde ich es eigentlich auch ganz schön, dass dann YouTuber unter sich sich irgendwo verlinken und sich dementsprechend irgendwo weiterhelfen. Wenn jetzt jemand auf meinen Kanal kommt und sagt, Videos sind ganz nett, sieht meine Challenge und sieht unten der zum Beispiel, der die zockt und sagt sich, boah, das ist ein toller Typ, der abonniere ich, ist nur dadurch, dass ich dieses Video mache, jemand anderem geholfen. Das finde ich eigentlich auch schon daran eine ganz nette Geschichte. Somit werde ich dieser Nominierung auch gerne Folge leisten, um einfach auch auf andere Leute aufmerksam zu machen und gar nicht unbedingt zu denken, was habe ich für mich, für meinen Kanal von dieser Challenge. Das ist für mich bei dieser Geschichte eigentlich recht zweitrangig. Damit möchte ich jetzt auch direkt mit der ersten Frage anfangen. Die lautet nämlich, warum hast du mit YouTube angefangen? Warum? Eigentlich hat mich es sehr stark interessiert, um einfach mal zu wissen, wie viel Arbeit steckt für mich eigentlich dahinter, wenn ich jetzt YouTube-Videos machen möchte. Ist es für mich locker zu bewältigen? Ist es wirklich Ackerei oder ist es nur aufnehmen und schnell hochladen? Da kann ich dann sofort sagen, nein, damit ist es nicht getan. Es ist doch schon sehr viel, was man dafür machen muss. Es macht andersrum aber auch sehr viel Spaß. Und eigentlich war wirklich dieses Interesse daran, ein Gefühl dafür zu kriegen, was muss man alles dafür machen können und wissen. Das fand ich eigentlich recht spannend und damit habe ich mich entschieden, wenn ich dann sowieso mal was zocke, warum nehme ich es dann noch nicht gleich auf, lass bei YouTube hoch und guck dann einfach mal, was dann daraus wird. Ja, die zweite Frage, was ist dein Lieblingsspiel? Im Moment habe ich ehrlich gesagt mehr oder weniger drei Lieblingsspiele. Spiele ich hier, was ich jetzt gerade hier spiele, Subnautica, das spiele ich sehr gerne. Mit dieser wunderschönen Unterwasserwelt, mit dem Survival-Hintergrund, Craften und so weiter, was da alles gemacht werden kann. Das finde ich, ist eine super schöne Geschichte, das gefällt mir sehr gut. Unter anderem spiele ich Seven Days to Die auch sehr gerne. Im Prinzip das gleiche, ja, mit dem Unterschied, dass man hier bei Seven Days to Die halt noch die ganzen Zombies hat, von denen man attackiert wird, gegen die man sich beweisen muss. Das finde ich dann auch noch eine sehr tolle Geschichte nebenbei. Generell Survival-Spiele machen mir sowieso sehr viel Spaß und da sind wenige Titel dabei, an denen ich noch nicht vorbeigegangen bin, so ungefähr. Manche haben sich dann als nicht so gut entpuppt, andere darum als sehr viel besser. Ja, Frage Nummer 3. Welche berühmte Person würdest du einmal treffen wollen? Ja, also das ist wirklich eine gute Frage und auch eine schwierige Frage, weil wen würde ich wirklich mal treffen wollen? Also ich glaube, nur sehr großes Interesse daran hätte ich zu treffen, unseren lieben CM Punk, wer ihn vielleicht kennt, ehemaliger WWE-Superstar, jetzt bei der UFC unter Vertrag. So jemanden würde ich ganz gerne mal treffen, alleine schon wegen dem Werdegang, den er gemacht hat. Er hat in jungen Jahren sehr viel Kampfsport gemacht, hat da seine Gürtel etc. gemacht, ist dann halt, weil er auch schon sehr WWE begeistert, schon immer war als kleiner Junge, dann zu WWE gekommen, durch das Performance Center gegangen und so weiter, schlussendlich dann doch wieder beim eigentlichen Kampfsport in der UFC gelandet. Und mit so jemandem würde ich mich gerne über solche Sachen unterhalten, wie dann so der generelle Werdegang bei ihm war, was ihm leicht gefallen ist, was mir schwer gefallen ist, wie es denn ist, wenn man bei der WWE ja quasi diese
koordinierten Kämpfe macht, wie weit man da aus dem Kampfsport vielleicht sogar komplett ausscheidet, wie schwer es dann war, den Weg in die UFC zu finden. Solche Sachen würden mich dann doch schon sehr interessieren. Ich glaube, so jemanden würde ich dann ganz gerne treffen und mich dann mit ihm über solche Sachen unterhalten. Frage Nummer 4. Welches Spiel war eine große Enttäuschung für dich? Eine wirklich große, wirklich richtig, richtig große Enttäuschung hatte ich weniger, weil ich mich eigentlich vorher immer ausgehend über die Spiele informiere. Ich habe es auch selten, dass ich ein Spiel direkt am Erscheinungstag hole. Meistens bin ich dann der Typ, der noch 2-3 Tage wartet und dann sich bei anderen Leuten die Let's Plays anguckt, so ungefähr. So die ersten Informationsvideos, vielleicht auch das erste Video, wo ich mir dann schon die ersten 15 Minuten da einfach mal stumpf wegspoiler und dann weiß, was da los ist. Aber wirklich enttäuscht war ich dann von manchen Resident Evil Teilen, die fand ich dann doch sehr schade. Jetzt meine ich aber nicht die Reihe 1 bis 7, die war dann wieder sehr gut. Andere Teile davon, die waren dann wirklich zum Teil schwach. Da kam nicht viel rum. Da war ich dann doch, glaube ich, schon sehr enttäuscht. Frage Nummer 5. Mit wem würdest du gerne einmal ein Video machen? Darüber habe ich mir ehrlich gesagt noch nie Gedanken gemacht. Ich lese jetzt auch die Fragen zum allerersten Mal. Ich habe die Fragen zwar geöffnet, aber noch nicht durchgelesen. Deswegen bin ich auch völlig unvorbereitet für die Fragen jetzt. Ich muss das alles wunderschön spontan beantworten. Wirklich gerne ein Video machen. Wenn ich überlege, ich gucke mir gerne von Games for Kicks die Videos an. Auch sehr, sehr tolle 7 Day to Die Videos. Viele andere tolle Survival Videos. Ich glaube, mit so jemandem, der da mit der Leidenschaft, wie er in die Videos rangeht, ich glaube, da hätte ich Spaß dran, mit so jemandem dann nochmal ein Video zusammen zu machen. Jetzt völlig unabhängig davon, wie viel Klicks so jemand hat und wie viel Klicks mir sowas bringen würde. Das ist jetzt völlig zweitrangig bei der Frage für mich. Na, auch wenn ich jetzt gesagt hätte, mit Gronkh oder sowas, da wären mir die Klicks wirklich egal. Einfach mal mit so jemandem so ein Spielgefühl kriegen, mit so jemandem mal zusammenzuspielen, wo man sich wirklich tagtäglich die Videos anguckt und dann mal zu wissen, wie läuft das ab, wenn ich mit dem spielen würde. Das wäre dann interessant zu wissen, wie das dann vielleicht mit dem vom Games for Kicks wirklich wäre. Das würde ich sehr spannend finden. Frage Nummer 6. Gibst du Indie-Spielen eine Chance oder lässt du die meistens links liegen? Die lasse ich allerdings aus Versehen links liegen. Ich würde bestimmt gerne mal dem einen oder anderen Indie-Spiel eine Chance geben. Das Problem ist nur, dass ich mich in dem Genre nicht wirklich auskenne. Ich habe da nur ganz wenig Ahnung von. Deswegen ist links liegen lassen eigentlich auch schon wieder verkehrt gesagt, weil es ist ja nicht so, dass mich diese Spiele nicht interessieren oder ich die pauschal nicht gut finde. Ich habe da irgendwie nur leider so gar keinen direkten Bezug zu. Also wenn jemand da einen wunderschönen Tipp hat, an dem ich nicht vorbeigehen sollte, ruhig damit ab in die Kommentare. Ich gucke mir sowas dann gerne mal an. Vielleicht lasse ich dann in Zukunft Indie-Spiele dann doch nicht mehr links liegen. Dann gehen wir mal rüber zur nächsten Frage. Frage Nummer 7. Hast du eine Morgenroutine? Ja, ich habe allerdings eine Morgenroutine. Jedes Mal, wenn ich morgens aufstehe, mache ich erst die Kaffeemaschine an, schnapp mir dann meine Zahnbürste und lasse dann die Hunde raus. Das mache ich eigentlich so jeden Morgen, wenn ich arbeiten muss. Wochenende dann vielleicht mal nicht, da macht meine Frau das mit den Hunden. Zähneputzen, das schaffe ich jeden Morgen selber. Das ist aber eigentlich sonst so generell ist das meine Morgenroutine, dass ich dann morgens aufstehe, die Kaffeemaschine zum Laufen bringe und dann mir die Zahnbürste schnappe und die Hunde rauslasse. Also völlig unspektakulär. Ich laufe morgens keinen halben Marathon oder sowas. Frage Nummer 8. Kannst du singen oder hast du ein anderes musikalisches Hobby? Ich hatte damals mal tatsächlich ein musikalisches Hobby, wo ich dann damals noch in einer Band gewesen bin. Aber jetzt im Moment habe ich so direkt kein musikalisches Hobby. Singen kann ich, aber ob das gut ist, das sei dahingestellt. Und ob es Leute gibt, denen das gefällt, sei auch dahingestellt. Also ich hätte im Moment vielleicht bestimmt gerne wieder ein etwas musikalerisches Hobby, habe aber im Moment leider gar keine Zeit dafür. Dementsprechend
muss ich das beides fast so gesehen verneinen. Frage Nummer 9. Was ist dir bei deinen Videos am wichtigsten? Am allerwichtigsten ist mir, dass die Leute, die die Videos sich ansehen, daran Spaß haben und Gefallen finden. Mir ist es eigentlich nicht wichtig, dass ich derjenige bin, der die Grafik immer auf Ultra stehen hat. Oder dass ich derjenige bin, der fehlerfrei durchs Spiel kommt. Das ist mir eigentlich völlig unwichtig. Wenn ich patze, dann patze ich. Wenn ich mich verspreche, dann verspreche ich mich. Und wenn ich dann mal nicht in der geilsten Grafik aufnehme, dann nehme ich dann halt mal leider nicht in der geilsten Grafik auf. Denn ich bin vielleicht auch nicht derjenige, der 5000 Euro für den PC über hat, inklusive Equipment, dass ich mir das so gesehen so leisten kann. Dementsprechend ist für mich echt nur wichtig, dass die Leute, die sich meine Videos anschauen, daran Spaß haben und weiter in Zukunft Spaß haben werden. Und das, finde ich, sollte auch weiterhin mein vorrangiges Ziel sein. Und dabei werde ich auch, glaube ich, gut bleiben können bei diesen Zielen. Frage Nummer 10. Worauf freust du dich? Ich freue mich bestimmt auf den nächsten Familienurlaub. Das ist immer ein Grund zur Freude. Dann würde ich mich auch bestimmt freuen, wenn ich dann irgendwann nochmal eine neue Grafikkarte komme. Das ist im Moment was bei mir noch ein bisschen hinterherhängt. Alles andere ist, finde ich persönlich, bei mir recht gut bis moderat eingebaut. Aber wirklich jetzt ein Grund zur Freude hätte dann, glaube ich, wirklich einen Familienurlaub oder so etwas. Oder irgendeine andere schöne Unternehmung, sowas. Das ist dann, glaube ich, viel mehr, glaube ich, für mich ein Grund zur Freude. Ja, jetzt bin ich auch schon bei der letzten Frage. Frage Nummer 11. Was würdest du machen, wenn ich Lee neben dir sitzen würde? Ich glaube, ich würde mich erstmal... Kommt es drauf an, sitzt du auf einmal einfach neben mir, dann würde ich mich erschrecken und fragen, wie du reingekommen bist. Ansonsten, wenn du jetzt neben mir auf dem Boden sitzen würdest, würde ich dir vielleicht erstmal einen Stuhl holen. Das wäre, glaube ich, erstmal das Sympathische, was ich für dich tun könnte in dem Moment. Und direkt im Anschluss würde ich dich fragen, wie du denn bitte auf meinen Kanal gekommen bist und auf die Idee gekommen bist, gerade mich dafür zu nominieren. Das wäre dann auf jeden Fall das, was ich machen würde, wenn du dann neben mir sitzt. Ja, dementsprechend habe ich jetzt hier alle Fragen beantwortet. Wie am Anfang schon erwähnt, ich werde auch nominieren. Die Nominierten werden unten in der Infobox stehen, sowie die Spielregeln natürlich auch. Der Dank an Derli Zockt, alle anderen Kanäle der Nominierten und von demjenigen, der mich nominiert hat, sind unten verlinkt. Guckt da ruhig überall mal vorbei. Wenn euch was gefällt, sagt das auch den Leuten. Lasst da gerne einen Daumen hoch da. Wenn euch meine Videos gefallen, natürlich auch gerne das gleiche bei mir. Ich hoffe, wir sehen uns dann irgendwann nochmal wieder. Bis dahin und tschüss.